So, ich bin heute in Bremen am Hauptbahnhof, so wie ihr das seht. Und hier ist so ein Infostand, Palästina. Also ich würde mal ganz gerne fragen, warum habt ihr den Informationsstand hier? Warum ist das hier jetzt in Bremen? Warum macht ihr das? Es sind Also viele Fragen. ich habe eine Petition gestartet für die Kinder, die ihre Hände, Arme verloren haben im Krieg in Gaza. Wir sind der Meinung, dass Deutschland die Waffen bezahlt hat, die Israel die Kinder damit betroffen haben. Ne? Und dann ist das der moralischste, ist, dass Deutschland auch die Prothesen auch bezahlen soll. Dafür machen wir diese Petition, in der Hoffnung, dass Deutschland, dass Deutschland die Prothesen bezahlt. Und die Kinder in Kassel. Wie lange seid ihr heute hier? Wie lange macht ihr das Wir heute sind heute hier? bis 20 Uhr hier. 20 Uhr. Ja, vielen Dank fürs Ich mache Interview. das in Hamburg jeden Samstag. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Komm gleich, unterzeichne erstmal hier. Wir machen das jetzt so. Das ist Wenn es kannst du noch zur Seite gehen. Schon? So, ja, ich rede noch sehr gut. Halli. Jetzt geht's. Hallihallo, liebe Bremer. Warum stehen wir hier? Warum machen wir hier eine Kundgebung? Ganz klar, Palästina, hat jeder schon von gehört. Wir stehen hier, sammeln Unterschriften, weil wir doch der Meinung sind, wenn unser Land Deutschland die Waffen finanziert, dann können wir genauso gut sagen, okay, wir packen mal alles zusammen und zahlen einfach mal die Prothesen. Die Prothesen für die Kinder, die wirklich die Leidtragenden an diesem Krieg sind. Bitte, kommt gerne zu uns, unterschreibt die Petition. Es geht zum Wohle der Kinder. Das geht uns alle an. Liebe Palästina, liebe Palästina, und großer Zionisten. Liebe Palästina, und großer Zionisten. Oi, Orkastatzener Bum. Oi, Orkastatzener Bum. Zu Gott Opulisten. Zu Gott Opulisten. Oi, Arfuit mit Raketen. Oi, Arfuit mit Raketen. Mutora Fiender. Mutora Fiender. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Deutschland ist seit dem Oktober 2023 der zweitgrößte Waffenlieferant für die Apartheidstaat Israel. Viele Kinder haben durch diese Waffen ihre Hände, Arme oder Beine verloren. Angesichts dieser Tatsachen glauben wir, dass Deutschland die moralische Verpflichtung hat, die gesamten Kosten für die Prothesen dieser Kinder zu übernehmen. Mit zunehmenden Konflikten steigt die Anzahl der benötigten Prothesen. Unterstützen Sie diese Petition, damit Deutschland diese erhebliche
finanzielle Verantwortung übernimmt und den betroffenen Kindern hilft, ihre Lebensqualität zu verbessern. Bitte unterzeichnen Sie diese Petition. Dankeschön. So, dann werde ich noch mal ein bisschen dokumentieren. Wir haben das jetzt. على عهد على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دم فلسطيني 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 أنا دم فلسطيني.